auch stellvertretender Vorsitzender der Freien Demokratischen Partei FDP, Wolfgang Kubicki, höchst beleidigende Worte über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan verwendet. Wir verurteilen dies aufs Schärfste. Die für den 9. Oktober geplante Landestagswahl in Niedersachsen kann keine Rechtfertigung für die gewählte Sprache sein. Kubikis Äußerungen sind nicht akzeptabel. Mit diesen beleidigenden Äußerungen hat Kubicki zunächst seine eigene Würde und Persönlichkeit, zudem aber auch die Seriosität seiner Partei und des von ihm vertretenen Parlaments beschädigt. Aus diesem Anlass laden wir Herrn Kubicki, der sowohl eine tief verwurzelte Partei wie die FDP als auch den Bundestag vertritt, ein, bei den Türkinnen und Türken sowie der Türkei um Verzeihung zu bitten. UID, Vorstandsvorsitzender Köksal Kusch.